uzothi yebo mangithi ninjani ngithi siyaphila ngiqala phansi sanibona yebo Yo mama, njani mama? Njani mama? Zum bisschen flexibel sein müssen, wenn dann mit dem Stein bearbeitet, damit sie ein bisschen flexibler werden. Zum Tanzen und zum anderen Stockkämpfe. Man gibt Kindern keine Waffen, damit sie sich nicht verletzen. Um zu lernen, wie zu kämpfen, nimmt man Stöcke. Und dann müssen sie lernen, mit dem Schild sich zu verteidigen. And like guys, when we play the stick fighting, actually we say we are playing, but we are not, because we're hitting hard on each other. And the stick fighting, usually we're doing that on a traditional Zulu wedding. But today, before you watch the dancing, we'll organize two guys just to do it. You're lucky before you can stay in Germany and have wine for free. It's on a tray to put on top of the water, so when she walks, the water doesn't fall out. Yeah. Ja, das ist also auch ganz geschickt. Sie macht das voll Wasser und macht oben lauter Blätter drauf, damit es nicht anfängt zu schwappen beim Gehen und nicht rausspritzt. Siapila. So now in here, guys, we got these two unmarried girls and the married women, and these ladies here, they are our basket maker, and also they are pot maker. They make the basket with the grass, and they tie it up with ilala palm leaves. Früher hat man das aus Naturprodukten gemacht, später hat man natürlich mit den Portugiesen und Engländern Handel getrieben, hat dann Glasperlen genommen und dann Plastik. Das sind einmal Sachen, die man selbst trägt. Alles, es gibt keinen Schmuck, Schmuck ist immer nur Perlenschmuck. Und dann kleine Sachen, die man später verkauft und die sehen Sie dann später auch im Laden. Die Frau zu ihrer Hochzeit von ihrer Familie. Wie seht ihr, so eine Art Blisserock, kann aus Kuhfell sein, kann aus Ziegelfell sein, ist schwer wie Hund. Es riecht ziemlich stark, weil es mit Fett eingerieben wird und dann mit Holzkohle gemacht wird, dass es dunkel wird. Das hat eine verheiratete Frau von morgens bis abends an, jeden Tag, bei der Affenhitze. Hier normalerweise sind zwei, die von uns oft durcheinander geworfen werden. Man spricht von Witch-Doktor, Zauberdoktor. Es gibt weder Zauberer noch Doktoren in der Zulu-Tradition. Es gibt zwei Figuren, die dem nahe kommen. Das ist einmal das, was wir hier sehen, der Nyanga. Und das ist am besten zu übersetzen als ein Himmelpart, das wir beschreiben. Und dann hat man da drüben normalerweise eine Isisangoma. Das ist eine Hellseherin, Schamanin, wie man sie auch nennen will. Die ist leider heute nicht da und das ist eigentlich typisch, das ist eine sehr schöne Geschichte, dass das so ist. Denn sie ist nämlich zuständig für einen ganzen Bezirk. Steht hoch im Ansehen und muss dann aber hingehen, wenn irgendjemand ein Problem hat. Es wurde irgendwas gestohlen, das muss sie jetzt hingehen und aussortieren. Deshalb ist sie heute nicht hier. So the medicine man in Zulu, we are calling him Inyanga. The medicine man, he works with the herbs, the leaves and the barks and the roots from the tree to help a person when you're sick. You hear from the Sangoma, from the fortune teller, and you go to the medicine man, and when you're telling him what kind of problem you had, he knows what kind of medicine they must give it to you to help Medizin you. Also wirklich am nächsten ist ein Homöopath. Sie kennt alle Naturheilmittel, wissen wie man es macht, meistens als Tee oder Tinktur. Es wird aber auch geimpft, das sind sie auch, sie nehmen das und gibt eine Struktur und dann macht man einen Pfosten hier rein, damit das Ganze richtig Halt hat. Und dann gehen die Damen oben drauf. Und machen das Stroh oben drauf. Und wenn wir rausgehen, können wir sehen. Es ist warm im Winter, es ist wasserdicht. Man kann ein Feuerchen hier drin machen, der Rauch zieht ab, gar kein Problem. Und das ist also, wie man lebt.
Normalerweise spielt sich das Leben im Freien ab. Man würde hier reinkommen zum Schlafen. Ja. Aber damals nicht. Wie haben die den Fußboden hier befestigt? Das sieht doch so. Ist das hier ist Zement. Aber normalerweise.